Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Nioh. Heute sind wir nicht alleine. Der Typ, als ich gerade wieder geladen habe, den Spielstand war scheinbar nicht hier. Aus irgendeinem Grund. Aber wir haben Sanada dabei und einen Schutzgeist. Und ich glaube, wir sind einigermaßen gut gerüstet für das, was jetzt kommt. Allerdings, hier waren schon wieder diese ganzen gefüllten Amoriterbehälter. Und als das eben der Epilog-Mission des Hauptspiels der Fall war, da kam dann diese richtige heftige Kelly-Scheiße. Aber ja, schauen wir mal. Hier ist auf jeden Fall noch was, wo wir nichts bekommen für. Hier hinten ist ein Kodama, habe ich mir fast gedacht. Außerdem, oh, alle Kodama-Geister wurden zum Schreien. Oh, das heißt, jetzt kommt der Boss. Allerdings, wir hatten noch nie einen Bosskampf, wo uns jemand geholfen hat, oder? Also in der Hauptmission. Boah, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube nicht. Selbst in der einen Mission, wo diese komische eine Adlige uns geholfen hat, nach Nuhe, da... Die ist dann nicht mehr zum Boss reingegangen oder wurde irgendwie von Kelly daran gehindert zu kämpfen oder irgend sowas, aber... Oh. Oh, hier sind zwei so Kristallscheiße. Oh, fuck my life. Das wird wieder schön. Oh, damn it. Ich würde sagen... Okay, du kümmerst dich um den. Ich kümmere mich um den, oder was? Wir müssen den nur hier töten. Was? Ah. Ja, so haben wir nicht gewettet. Ich hoffe einfach mal... Was? Alter! Ja, ich hatte halt kein Key mehr. Wow. Hey, aber deine Kristall ist zerstört. Vielleicht zählt das. Vielleicht zählt es, obwohl wir vorher gestorben sind, dass der eine Kristall down ist. Und jetzt ist er auch wieder bei uns. Wir haben 105 Elixiere, also der Endboss müsste schon richtig hardcore sein, damit wir da komplett durchballern. Weil 5 bekommen wir, das heißt, wir verbrauchen immer nur 3 aus unserem Lager. Sind 3, ja, wir müssen irgendwie 50 Versuche oder was, oder 40 Versuche brauchen. Oh, und das ist tatsächlich auch. Oh. Wir haben, glaube ich, ziemlich reingelackt. Oder du hilfst. Oder du machst den. Und ich mach derweil den. Genau. Komm, zerstören! Zerstören! Genau! Nice! Warum sollte ich den Schmarrn brauchen? Oder wollen? So, jetzt ficken wir mal zusammen und nicht er und sein komischer Ninja-Buddy mich. Alter, er kann sich wieder zu komisch Schwebe-Jesus verwandeln. Jesus, was? Ja, gut, lieber nicht, bis wir... Oh, oh, wow. Nein, nicht... Nicht die Wichser. Machen wir zuerst die platt. Ich... Hey, du machst die platt und ich lenk den gut ab.
Egal. Solange. Solange die. Ich lenk die ab, du machst die Füchse, weil die hasse ich sowieso wie die Pest. Nein! Du kommst her! Mach den Fuchs! Oh nein, 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 nein! Ich helf dir mal so. So. Bin ich mal gespannt. Alter, der kann aber sehr schnell aufstehen. Okay, ich dachte gerade, was kommt jetzt, aber er verwandelt sich wieder. Endlich setzen die Typen mal ihre Schutzgeister nicht gegen mich ein. Und sogar die Windhose kriegt er. Er macht er. Okay. Okay, nein. Oh nein, jetzt genau. Okay. Genau, du mach den, ich mach den. Er ist gebackt. Nein, er ist nicht gebackt. Egal. So. Komm her! Ja! Nein! Au, 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 au! Wow! Komm her! Komm hierher! Genau! Oh, ich habe sogar richtig die Pfeile eingesammelt. Wow. Und noch mehr. Oh. Nein, 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 nicht so einer. Okay, kümmere dich um den. Ja, sicher. Okay, Moment. Jetzt bin ich eventuell richtig am Sack. Helf mir. Genau. Du komm. Au, 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 au. Au, okay. Okay. Oh, wow. Okay, aber ich glaube, wir kriegen das. Ja! Nice! Er hat ihn gemacht! Geil! Ja, okay, dann machen wir mal den hier. Schnellwechsel nehme ich mal noch nicht. Genau! Mach ihn fertig! Wow. Aber egal, es kommen hoffentlich gerade keine neuen Gegner. Dann mache ich einfach den hier. Was? Das gibt's doch einfach nicht. Ich denke mir, okay, er bleibt kurz mal weg. Und dann auf einmal, bang.
Alter Schwede, okay, jetzt ist die Frage. Also die Kristalle sollten zerstört sein. Das heißt, es beginnt mit den ersten. Keine Ahnung, was ist das? Das ist, glaube ich, echt ein heftiger Raum. Vor allen Dingen, müssen wir irgendwas Spezielles machen oder. Warte mal, bis der wieder herkommt. Nicht, dass er irgendwie draußerhalb ist, weil alleine. No chance. Okay, das ist schon mal recht nice. Und er hat sich geheilt. Okay, ich lass dir mal das Vergnügen. Was? Ach so. Oh, Moment. Wie machen wir das jetzt? Okay. Das ist schlecht. Nicht gleichzeitig der Fuck, genau. Also ich gleichzeitig der Fuchs und der Typ. Okay, du kümmerst dich um den Fuchs, ich um den Typen. Okay, nicht ich um beide. Erstmal die größere Bedrohung ausschalten, und zwar den Fuchs. Genau. Okay, jetzt ist easy. Alter, kannst du eigentlich mal nicht blocken eine Sekunde? Oh, nice. Richtig doppelt Damage reingehauen. Und jetzt wissen wir auch, der eine Typ ist gefährlich. Nicht nur aus dem einen Grund. Und Gott, ich nehme das ganze Zeug später mit. Okay. Ich bin am Sack, oder? Nee, bin ich noch nicht. Noch bin ich nicht am Sack. Aber gleich. Okay. Dafür wäre das jetzt ganz gut, glaube ich. Weil jetzt kann ich... Du hast keine Kanone, okay? Das Elixier nehme ich allerdings jetzt gleich mit. Alter, block noch mehr. So ist es dem Boss letztes Mal ergangen, bei mir. Block noch mehr und werk noch mehr aus, du Pisser. Alter, er hat kein Key mehr gehabt. Okay, jetzt den Schnellwechsel, weil jetzt kommt der Wichser mit dem. Moment, achso, ich dachte gerade, er ist am Boden. Okay, der Schutzgeist hat mal wieder sehr viel gebracht. Oh nein, jetzt kommt er mit seiner heftigen... Masche. Oh nein, hier ist von beiden Seiten. Ich weiß, ich habe da gerade den Schnellwechsel drin, aber ich möchte trotzdem nicht verschwenden. Okay. Okay, das war schon mal. Okay.
nutze die Gelegenheit, um mal ein bisschen Alter, die haben halt, ich glaube, einer von denen hat irgendwie 30.000 Leben oder was. Jetzt kommt der. Nein, das war's. Alter, okay, wir sind. Ich bin tatsächlich am allerletzten Gegner verreckt. Wow. So, jetzt den ganzen göttlichen Shit und alle Elixiere. Hier ist kein göttlicher Shit und keine Elixiere mehr, okay. Alter. Hier ist einiges an. Ja, ja. Ja, falls ihr euch fragt, ich habe letztes Mal halt im Rage ein bisschen übereilt gesagt, dass wir nicht die Nebenmissionen nachher machen. Mache ich auf jeden Fall. Gott, komm jetzt, nimm das Elixier. Okay, dann fick dich. Nehme ich beides. Oder die Horkudama, egal. Gut. Dann lädt das, glaube ich, meinen Schutzgeist komplett auf. Ja. Oder so knapp vor komplett. Oh, Alter, das war gerade richtig viel Amrita, was wir bekommen haben. Finde ich nicht schlecht. Erstmal brauche ich allerdings nach dem Kampf einen Schluck. Am besten Whisky. Das war nicht ohne. Definitiv. Herr Kodama haben wir alle, also prinzipiell. Echt, dass wir alle Kodama haben, könnten wir eigentlich den hier gegen was Besseres eintauschen. Zum Beispiel gegen den hier. Der hat nämlich höhere Verteidigungseffekt Geist. Und Gegenstandsbilanz, was ist schon. Ja, eigentlich ist der besser. Glaube ich. Ja, jetzt haben wir nämlich hier einmal Gift und einmal Wasser und Mio auf. Ich glaube 79 ist das höchste, was wir haben. Kann das sein? Ah ne, hier, wir haben 89. Holy crap. Aber das Feindradar will ich ungern tauschen. Dann nehme ich lieber hier. Moment, wo ist er? Hier 82 ist ja falsch. Wir hatten 89 gerade. Hier. 89. Oh, noch höher. 93. Alter. Okay, vielleicht merke ich jetzt langsam ein bisschen die Verteidigung, die besser wird. Und ich schau mal kurz. Haben wir tatsächlich irgendwelchen geilen. Ja, gut. Wir haben eigentlich nicht wirklich geile Rüstungsteile aufgenommen in letzter Zeit. Alles nur so plus 3, plus 4. Vielleicht mal da ein plus 5er oder so, aber. Ja, wir werden vielleicht schon ein, zweimal einmal aufleveln können, die Rüstung, aber. Oh! Und hier hinter ist es schon. Habe ich jetzt irgendwas gemacht? Ja, ich habe den. Wobei, die bleiben mir bestehen, wenn ich sterbe. Gut, dann würde ich sagen, ich glaube, es ist Zeit für den tatsächlich allerletzten Boss. Haben wir irgendwas, wovon ich mehr habe als Windamulette? Schauen wir mal hier. Erdamulette habe ich einige. Oder Wasser. Ja, komm, nehmen wir mal Wasser. Ich weiß nicht, was das für ein Vieh jetzt oder Typ ist. Es ist entweder Maria oder die andere, die Mutter von dem, glaube ich, war das, die, den wir vorhin besiegt haben, also letztes Mal. Schauen wir einfach mal. Wer kommt jetzt? Chacha-sama. Nase hito no michi o hazurerareta? Hito no michi nado. Jiki ni. Warawa no yume ga kanau no jazu? Anata-sama no yume wa 断じてかようなものではなかった。お主、何者だ？
滅びる。Este castillo ya es historia. Neunschwänziger Fuchs. Okay, ich habe kein, also in dem Tier ganz und kein Ki mehr. Okay, aber wir haben tatsächlich jemanden hier ausnahmsweise mal in dem Bosskampf, der uns hilft. Au. Wow, ich bin eventuell schon tot. Und, okay, kann man machen. Okay. Wenn das Vieh stillsteht und... Oh. Bist du? Achso, nein, du bist nur out of key und nicht out of Leben. Jetzt ist aber. Nee, jetzt ist er. Er kämpft mit Fernkampf, okay? Okay, noch. Ich wollte gerade sagen, ich darf das Maul echt nicht aufmachen. Weil ich wollte gerade schon sagen, noch ist eigentlich alles ganz okay. Mach mal den. Bete, dass ich derweil nicht verrecke. Okay, also in der Phase... Oh, jetzt ist es wieder abgekühlt oder aufgewärmt. Keine Ahnung, in welche Richtung das geht. Okay, wenn sie jetzt die Dinge reinhaut, dann ist echt. Oh, ich bin eventuell tot. Oder auch nicht. Wer ist jetzt gefallen und wer steht in bester Schuld? Muss ich irgendwas zerstören? Soll das bedeuten? Wow. Ja, sicher, okay. Moment, ich helfe dir mal, indem ich sie schwächer mache. Und mit Faultier belege. Sollte eigentlich auch ganz gut sein. Wow, ich bin tot. Geiler Finishing-Move, aber ich glaube, wir haben tatsächlich eine Chance, den zu besiegen. Zusammen. Weil wir hatten ihn schon auf halbem Leben. Oder sogar unter halbem Leben. Weswegen vielleicht bei den letzten 10-15% kommt noch irgendein krasser Scheiß. Aber... Falsche Richtung. Aber ich... Wir hatten sie doch schon bei 40% oder was. Ich habe gegen Ende echt nur mehr darauf konzentriert, nicht abgefuckt zu werden. Was schwer genug war. Aber ja. Wir könnten vielleicht auch schauen, dass wir einen Anhänger nehmen, der uns mehr Tragekapazität für Elixiere gibt. Wow. Okay, also bei dem... Oh, das ist quasi ein Instant Death.
Wow, okay. Hatte ich echt nur Luck gerade, dass ich das so easy... Aber gut, es ist fast immer so. Beim First Try mache ich es richtig gut. Und dann werde ich greedy, bis ich irgendwann wieder selber lerne, greedy sein ist nicht die beste Idee. Und dann geht's. Das ist wirklich im Normalfall so, das, was, worauf es hinausläuft. Das heißt, ich versuche jetzt direkt schon bei diesem Versuch nicht greedy zu werden. Ich könnte das Erdfeuer eventuell, fällt mir gerade ein, durch irgendwas austauschen. Ich wüsste aber nicht, was sinnvoll ist. Weil es ist ja Ninjutsu. Okay. Wow. Okay, also wenn es... Wow, okay, okay, okay. Also das Blocken bringt gar nichts, weil es zu viel Damage macht. Okay, ich dachte, ich... Aber, okay, ich muss bei dem wirklich ausweichen, bei den Feuerbällen. Das Problem ist, das Vieh ist so gigantisch groß. Es ist, also ich weiß nicht, ob das oder das komische Federvieh größer sind. Und da halt den Überblick über alle dieser neuen Schwänze zu behalten, ist echt, echt krass. Übrigens, that's what she said. Gut, dann jetzt volle Konzentration. Vielleicht bringen wir es diesen Part tatsächlich durch. Wow. Nein, nicht auf mich gehen. Okay. Oh, sie beschwört für jeden 3 Feuerbälle, oder was? Und der Kopf macht mehr Damage. Okay, sie beschwert nicht immer nach dem Feuerbälle. Oh, wow. Wow, jetzt habe ich nicht einmal gesehen, dass Feuerbälle sind. Alter. Wo hat die jetzt gerade versteckt? Beschwert die in ihren Schwänzen? Also quasi, dass wenn man von der falschen Seite auf sie drauf schaut, dass man das nicht sieht? Das wäre echt heftig. Also der Kampf wird echt nicht ohne... Ich bin halt immer so ein bisschen angespannt, wenn ich so wenig Damage mache, muss ich echt sagen. Naja. Wie gesagt, ich bin eigentlich überhaupt kein Freund von fixen Damage-Punkten. Ich bin vielmehr jemand so, der sagt, okay, ein Boss verträgt, keine Ahnung, von jeder Waffe und jeder Ding 300 starke Attacken. Also, dass es vollkommen egal ist, was man für ein Bild hat, dass das quasi wirklich nur das Icing ist auf dem Cake. Okay. Okay. Oh, jetzt? Okay, kurz hat man Zeit. Und wenn sie das fehlt, hat man auch kurz Zeit. Okay, nach der Sprungattacke hat man ebenso ein bisschen Zeit. Okay, was machst du jetzt? Oh, jetzt machst du den Shit. Okay, von der Phase weiß ich noch nicht so viel. Deswegen töte sie! Okay.
Oh, bitte nicht, bitte, bitte nicht! Natürlich! Warum weiß ich jetzt den Insta-Kill? Hä? Es hat vorhin weniger Damage gemacht. Vorhin hat es weniger Damage gemacht, weil vorher hatte ich genauso volles Leben und habe überlebt. Hä? Das ist jetzt strange. Ich dachte, ich könnte mir erlauben, von dieser Attacke theoretisch getroffen zu werden. Ja, Gott, aber die hat wieder Insta-Kill-Moves. Ich hasse Bosse mit Insta-Kill-Moves. Ah, Gott. So. Wow, und direkt so ein Anfang. Okay. Finde ich schon nicht schlecht. Damage, solange sie auf mich geht, du Pisser. Alter, was ist jetzt gerade passiert? Keine Ahnung. Oh, ich bin sicher tot. Oder auch nicht. Okay, die schmeißt teilweise einfach irgendwelche riesigen Felsbrocken auf mich drauf. What the fuck? Ja, sicher. Ja, sicher. Ich weiß nicht, ob man... Okay, das kann man nicht blocken. Ich weiß nicht, wie man das überhaupt erkennt, wo die lang gehen. Okay, wir haben ihre erste von den heftigen Phasen und Anführungszeichen überstanden. Aber jetzt kann sie das andauern, oder was? Okay, was macht man gegen das? Was soll das überhaupt bedeuten? Okay, muss man einfach... Alter, ich will dir doch helfen, aber du lässt die irgendwie nicht. So, mach jetzt sie tot. Oder greif zumindest an. Wow. Okay, wir haben niemals genug Heilung für den Boss. Alter, ich habe jetzt schon keine Heilung mehr. Oh, sie ist aber nicht... Also entweder sie hat ihm gerade 1800 Damage gemacht, oder? Oh, wow. Nee. Wir haben immer noch den Schnellwechsel drin.
Wow. Ah, ja, genau, der schnell wegläuft. Eine Minute, oder eine Minute, sag ich. Wir haben zu 10 Sekunden vorher aufgehört. Ich habe gerade noch geschaut, als ich, aber... Ah, dammit, okay. Das wird heftig, aber ich habe sie wie... Ich hatte halt keine Heilung mehr. Also ich kann nicht mal sagen, okay, ich habe jetzt einfach nur abgefuckt, aber... Wobei, wenn ich halt keine Heilung mehr habe, habe ich im Normalfall an irgendwelcher Stelle abgefuckt. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir das diesen Part schaffen. Wenn ihr seht, der Part hat nur noch 5 Minuten, heißt das, wir haben verschissen. Weil, ich meine, ich will jetzt ja auch nicht mehr als eine Stunde aufnehmen, oder was? Ich könnte vielleicht, wobei ich könnte direkt... Ja, sicher, am Anfang direkt. Ja, sicher. Okay, also nur der... Sie hüpft einmal, ist eigentlich ganz gut zum Punishen. Und Alter, da machen wir ja gut Schaden. Okay. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich dagegen machen kann. Okay, nein, sie ist tatsächlich in der Phase nicht komplett immun. Oh, damn it. Da weiß ich echt noch nicht, was die vernünftige Strategie ist. Ich habe auch immer Angst, dass sie diesen komischen Meteor aus ihrem Kopf schi- Okay, jetzt macht sie das zweimal Neues. Ja, sicher! Man hat es nicht gesehen durch ihre Schwänze! Aber ich kann mir halt auch nicht aussuchen, ob die ihn oder mich triggert. Vor allen Dingen, wenn ich hin und wieder von der weg muss, weil genau auf der zu kleben, ist mein Tod. Weil sie hat halt Attacken, die in 360 Grad um sie herum, und zwar auch unter ihr, mich treffen. Das habe ich ja schon mitbekommen. Also, ich muss hin und wieder weg, weil ich habe nicht genug Ki, um das alles zu blocken. Ich glaube, ich hätte nicht mal genug Ki bei 99 in allen Stats. Und ich bin gestorben, bevor ich meinen... Okay, ich... Okay, nein, wir machen hier nicht 7000 Damage in der Phase. Okay, ich werde mal versuchen, in der Phase nah an ihr dran zu bleiben. Oh, wow. Und, oh, okay, das tötet mich. Das ist gar keine irgendwie... Wow. Das mit diesen Schubfall, das kapiere ich nicht. Ich kann sie nicht blocken, ich kann ihn nicht ausweichen. Was soll ich machen? Falls ihr da irgendeinen Tipp habt,
gerne rein in die Kommentare. Falls morgen keine Folge kommt, heißt es, ich habe das Vieh bis dahin noch nicht geschlagen. Weil... den Endboss werde ich sicher nicht außerhalb der Aufnahme töten. Der hundertprozentig nicht und komm, das ist jetzt der letzte Versuch. Entweder wir machen ihn jetzt und schaffen ihn und alles ist tutti frutti. Wo ist überhaupt mein Schutzgeist? Da hinten. Die Arena ist mal wieder riesig, aber trotzdem für den Boss zu klein. Meiner Ansicht nach. Das ist so ziemlich die beste Attacke, die sie machen kann. Ich habe doch gerade ausgewichen. Was soll ich noch machen, außer ausweichen? Oh, ich bin tot. Das ist aber zum Beispiel auch so schwul. Ich weiß noch nicht, dass sie den Feuerball macht. Drücke und dann habe ich keine Möglichkeit mehr zu überleben. Das ist halt echt. Das ist das, was ich als unfair bezeichne. Weil fair wäre es, wenn man irgendwie, wenn man X drückt, während man das hier macht, wenn ich jetzt X drücke, dass er sofort cancelt und sofort wegjumpt. Dass er quasi und weg. Ja, von mir aus zieh mir den Spell ohne Effekt, aber und ja, das zählt jetzt, hat jetzt nicht wirklich als Versuch gezählt, aber das ist halt, und das ist halt auch echt so eine Sache, die ich mir auch dann denke, wenn ich nicht gerade im Rage eines Bossfights ist, dass manchmal das Animationsgetue nicht so ganz perfekt ist, wie es heutzutage in Spielen sein kann. Vor allen Dingen in dieser Art von Spiel, wo halt echt... Wow, das winzige Schotterhäufchen hat mich... Ich dachte, ich kann hier überall einfach rumlaufen. Oh Gott. Das sind halt auch so Sachen, die sehe ich halt nicht als Obstructions. Oh Gott. Okay, das war jetzt aber echt der letzte Versuch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ich weiter an der rumwerke, ich weiß noch nicht, ob ich es tatsächlich schaffe, beziehungsweise es wäre halt doof, wenn ich jetzt eine Folge rausbringe, wo ich sie nicht schaffe, weil ihr wisst sofort, wenn ihr den Titel seht, ob ich sie schaffe oder nicht. Weil dann halt kein Finale dahinter steht. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, vielleicht erst am Donnerstag oder Freitag, wann auch immer ich es hingekriegt habe, sie zu töten. Weil dann seht ihr zumindest, wenn ihr einen Part seht, ihr wisst, ich habe sie geschafft und nicht so... Weil ihr wisst sowieso, ob ich sie geschafft habe oder nicht. Und ja, ist dann halt auch unnötig, dass ihr einfach 10 Fehlversuche von mir seht. Bringt halt auch niemandem was. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Nioh. Bis dahin sage ich tschüss, Leute. Ach ja, apropos, Tipps und Tricks gerne in die Kommentare. Wäre sehr hilfreich. Tschüss, Leute.